So, Kinders, kleines Update aus dem Schnappstudel. Ich ratter hier heute mal ein bisschen Videoprogramm durch und da haben wir jede Menge Events die letzten 10, 14 Tage, 3 Wochen geplant und organisiert und Mails geschrieben und gemacht und getan. Darunter ist auch was ziemlich Cooles und zwar nicht bei uns hier vor Ort, sondern ein bisschen weiter weg und zwar in der Oberpfalz bei der Brennerei Schramel in Erbendorf, die ja einige von euch bei uns hier kennen mit ihrem Stonewood Whisky. Dort findet das diesjährige Deutsche Whisky Festival statt. Ganz viele Brennereien aus ganz Deutschland, alle möglichen Themen, schaut euch online die Liste an, da ist die Hölle los. Gibt natürlich auch Bier und Essen und so weiter. Und warum sind wir da mit dabei? Und zwar sind wir vor Ort 2 Tage, den Freitag und den Samstag, den 4. und 5., den 3. und 4. und 5. so rum, das 1. Mai-Wochenende. Und wir haben Zigarren mit dabei. Buena Vista und Carlos André bringen wir mit, auch ein paar Liegestühlchen packen wir mit ein und Pavillon, auch falls schlecht Wetter wird, keine Sorge. Und ich würde es euch wärmstens empfehlen, wenn ihr was Neues kennenlernen wollt, lernt mal die deutschen Whisky-Brennereien kennen, schaut euch das einfach mal an, ganz unverbindlich. Da gibt es inzwischen auch einige neben der Brennerei Schramel, die da stabil unterwegs sind oder wie wir hier ja ich auch ganz toll finden. Und kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr dann zwischendrin mal eine Pause braucht zwischen den ganzen Whiskys, kommt bei uns vorbei, wir haben die Zigarren mit da, relaxt eine halbe Stunde und dann stürzt euch auf den nächsten Stand. Bis dahin, Tickets buchen. Und viel Spaß. Bis die Tage. Tschüss.